Nummer 1 von Graz, aber nur um die Nummer 6 in der Tabelle, so ungern, dass die Grazer Fans sicherlich hören. Dennoch, ganz großes Prestigeduell für die Spieler, für die Trainer und natürlich nicht zuletzt auch für die beiden Herren Präsidenten. Der Favorit ist klar, das ist der GAK, aber ein anderer Umstand war auch noch sehr bemerkenswert, nämlich eine Premiere, die es gab bei diesem 155. Grazer Derby. Ein Linzer Derby in Steyr, das hatten wir schon, heute gab es ein Grazer Derby in Kapfenberg. Auch wenn diesmal nicht unter dem Uhrturm gespielt wird, so weckt ein Derby besondere Emotionen, nicht nur bei Fans und Mannschaften. Sieg ist viel wichtiger in diesem Moment für alle beide Präsidenten als für die Mannschaft. Der Sport ist natürlich die Hauptsache, aber auch daneben gibt es den Kampf um die Nummer 1 in Graz. Nein, in der Schönheit sind wir sicher momentan die Nummer 1. Wir brauchen Männer! Richtige Männer! Männer mit Geist und Sexappeal! Ich bin ein Mann und ich muss sagen, mich interessiert die Schönheit der Männer weniger. Mich interessiert mehr, dass sie für ihr Geld ordentlich laufen und arbeiten. Im Feiern sind wir auch die Nummer 1. Ja, das mag schon sein. Ich frage mich nur, was die zu feiern haben. Sportlich haben beide nichts zu feiern, denn nach 16 Runden liegen Sturm und der GAK weit hinter Rapid und den eigenen Erwartungen. Wir haben auch einen besseren Torjäger in der Person des Herfried Sabitzer. Immerhin 7 Treffer hat Sabitzer in der Meisterschaft erzielt, gegenüber 4 von Vastic. Dazu noch 5 Tore im Europacup. Er ist ein guter Spieler. Ich hätte ihn auch gerne und man muss das einfach anerkennen. Eines darf man natürlich nicht vergessen. Ich bin nunmehr fast 6 Jahre Präsident des GAK und wir haben kein einziges Meisterschaftsspiel gegen Sturm Graz verloren. Nicht nur 6, sondern sogar 7 Jahre zurück. Im Oktober 1989 liegt der letzte Sturmsieg. Ja, das ist leider schrecklich, aber ich hoffe, dass wir einmal ein Derby jetzt gewinnen. Damit auch die sportliche Eitelkeit des Präsidenten endlich wieder befriedigt wird. In dieser Sache bin ich nicht eitel. Wichtig ist, dass ich am Ende der Meisterschaft vor dem GAK bin. Für mich persönlich ist das ein ganz besonderer Tag, weil für mich das Derby das Spiel aller Spieler ist und immer sein wird. Und so hofft jeder, dass gerade seine Mannschaft heute wieder die Stunde schlägt. Bevor wir uns anschauen, wem heute die Stunde schlägt, schauen wir uns an, wie die beiden Trainer aufgestellt haben für dieses 155. Grazer Derby und beginnen mit dem Casino Graz GAK mit einem 3-5-2-System. Alexander Manninger, das junge Tormann-Talent, Tor, Vukovic, Libero, Pötscher und Brunners, die Manndecker, dann Ramusch, fit, konnte heute spielen und zwar rechts im Mittelfeld und vorne Herfried Sabitzer, der Stolz des Präsidenten und an seiner Seite im Sturm Wieger. Stichwort Sturm, schauen wir uns die Aufstellung des Gegners an. Da fehlen die langzeitverletzten Goriup, Neukirchner und Haas, das heißt Arzberger wieder im Tor, dann Standardformation in der Abwehr, Lüdersen, Milanic, Posch. Im Mittelfeld auffallend, Hieden und Gambaro haben Platz getauscht. Das hatte einen Grund. Ivica Osim wollte Hieden gegen Didi Ramos spielen lassen, weil der wahrscheinlich der Stellere dabei ist. Und vorne Ivica Vastic wieder mit dabei und an seiner Seite Spiteri aus Australien. Und damit hinein in dieses Spiel, ja, während die Mannschaft von Gustl Starek doch zumindest im Europacup aufzeigen konnte, blieb die Mannschaft von Ivica Osim so ziemlich alles schuldig, was man von ihr erwartet hatte in dieser Meisterschaft. Was käme da gelegener als ein Sieg im großen Lokalderby gegen den GAK? 7 Jahre ist es her, Sie haben schon gehört, der letzte Sturmsieg in der Meisterschaft, damals unter Sturmtrainer Gustl Starek übrigens. Und ein Stürmer-Duo, neu zusammengestellt, sollte es also heute möglich machen. Ivica Vastic und an seiner Seite der Australier Joseph Crocodile Spiteri. Da haben wir also den Ivica Vastic gemeinsam mit Spiteri. Er hat ja auch ein Probetraining bei Sheffield absolviert und 12.000 begeisterte Fans im Kapfenberger Stadion. Die Stimmung ist ganz ausgezeichnet, alles erwartet, ein hochklassiges Spiel. Die Sturm Graz-Fans schon mit Wunderkerzen, bevor der Anpfiff ertönt ist und zum ersten Mal am Ball Muschek im Mittelfeld. Gleich vom Anpfiff an erhebt sich ein sehr spannendes, hart und schnell geführtes Spiel. Beide Teams versuchen sehr, sehr schnell von Offensive auf Defensive umzuschalten und daher gibt es auch sehr, sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Dann haben wir Roman Mehlich beim Einwurf. Die Grazer Fans von Sturm erhoffen natürlich endlich einmal eine Umkehr des alten Duells, endlich einmal einen Sieg und diese Spannung, die hier über dem Kapfenberger Stadion liegt, da wirkt sich auch ein bisschen bei den Spielern aus. Anfangs sehr nervös,
viel Hektik in den Zweikämpfen, viele Fouls und einige gelbe Karten. Und man spürt schon, dass auch der Schiedsrichter Fritz Stuchwig aus Wien vor einer sehr schweren Aufgabe steht. Auch sehr viele Emotionen, die immer wieder durch den Schiedsrichter zu dämpfen sind. Und dann eine Trauerminute für den zuletzt verstorbenen Masseur von Sturm Graz, Ernst Brandl. Ein Mann, an den alle Grazer Fußballfans noch lange denken werden. Dann geht's weiter. Sehr gute Bodenverhältnisse, etwas rutschiger Boden, aber durchaus ideale Bedingungen im Kapfenberger Stadion. Wenig geordnete Aktionen zu Beginn. Da haben wir Sabitzer, der mit roten Schuhen auftaucht, und sein Partner im Sturm, der kleine Wieger, kommt zu spät. Erste taktische Anweisungen von Gustl Starek auf der Trainerbank, dem offenbar zu Beginn nicht alles gefällt. An seiner Seite Helmut Maurer, also ein Wiener Gespann auf einer Grazer Trainerbank. Die Manndecker bei Sturm sind Posch und Milanic. Giannini wechselt sich mit Vastic auch im Sturm ab. Da haben wir Vastic, geht hier schön vorbei. Herrlicher Pass auf Hieden, nicht offside. Und er bezwingt sein Gegenüber, nämlich Alexander Manninger, und das 0:1 in der 7. Minute. Ein Auftakt, da lacht den Sturm Graz-Spielern das Herz. Natürlich auch großer Jubel in den Reihen der Sturmfans. Hier noch einmal der Idealpass von Vastic. Offside aufgehoben, kein Offside, richtige Entscheidung des Schiedsrichters und seiner Assistenten. Und das 0:1, und das tut dem Spiel natürlich sehr gut, denn jetzt muss der GAK reagieren und kontern. Man sieht hier, Martin Hieden hat den Ball nicht ganz genau getroffen, und Herr Manninger weiß, da hat er auch ein bisschen Pech gehabt. Als Tor. Spiel sieht man Osim selten, jetzt kann er schon leichter atmen. Schiedsrichter Stuchwig versucht auch das Spiel schnell zu halten, pfeift nicht alles, was da an Foul und Rempeleien zu sehen ist. Und hier verletzt hat sich hier mit der Nummer 5 Mario Posch. Aber er kommt gleich wieder. Durch die Härte der Zweikämpfe müssen die Spieler natürlich sehr, sehr viel einstecken. Das kostet Substanz, und man fragt sich, wann in dem Spiel ein bisschen die Räume größer werden. Bis jetzt wird immer ganz beinhart und ganz genau gedeckt, und man könnte erwarten, dass die Räume also in der zweiten Hälfte etwas größer und weiter werden, um ein Mittelfeldspiel zu gewährleisten. Hier ein guter Schuss von Musche. Lüdersen. Giannini, und hier ein Foul von Muschek an Giannini, das gibt die erste gelbe Karte in diesem Spiel in der 21. Minute. Der Spielmacher und Star der Grazer verletzt sich bei dieser Attacke. Und humpelt im Verlauf des Spieles dann nur mühsam weiter. Das schmerzt. Auch Ivica Osim. Dann Spiteri, der sich immer wieder durchschummelt durch die Abwehr des GAK, am Ball sehr stark ist, den Ball auch sehr geschickt immer abdeckt und sich hier durchsetzt gegen Brunas, den kroatischen Spieler, der einst mit Musik in einer Mannschaft gespielt hat. Aber der 27-Jährige hat sehr, sehr viel Mühe mit seinem Gegenüber, und Spiteri zeigt, dass er ein guter Kauf vorläufig in diesem Spiel für Sturm Graz ist. So schauen die harten Zweikämpfe in diesem Spiel aus. Sie sehen, es wird mit allen Mitteln gearbeitet, Ellbogen werden eingesetzt, es wird gehalten, geschoben, gestoßen, aber der Einsatz für beide Teams natürlich sehr groß. Hier wieder eine Riesenmöglichkeit vorbei. Und hier noch einmal Freistoß und abgewehrt, glänzend wieder der Torhüter. Direktspiel ist auch schwer, es wird sofort attackiert, Sie sehen es hier von Ramos. Also kaum viele gute Aktionen, bedingt durch die Härte und die Konsequenz in den Zweikämpfen. Hier sehen Sie, wie Ramos vom Posch gehalten wird. Schiedsrichter Stuchlig lässt bei solchen Dingen oft weiterspielen und müsste eigentlich viel mehr gelbe Karten verteilen. Jay auf Wieger. Er setzt sich durch gegen Milanic.
Und das 1:1 in der 31. Minute. Die Freude von Wieger ist verständlich. Es ist sein erstes Meisterschaftstor für seine Mannschaft in der ersten Division. Und jetzt haben die GRK-Fans natürlich Grund zu jubeln. Hier noch einmal der gute Pass in die Tiefe der Abwehr von Sturm. Guter körperlicher Einsatz von Wieger. Das Talent seines Vaters geerbt, hier auch die Konsequenz eines guten Stürmers gezeigt. Er hat sich körperlich und athletisch sichtlich gesteigert. Und ihm gelingt hier vorbei an Arzberger, der nicht mehr eingreifen kann, das 1:1 in der 31. Minute. Jetzt ist alles wieder offen und die Nerven beider Teams wieder zum Zerreißen gespannt. Wie hart gekämpft wird, sieht man an dieser Einstellung. Bauchlandung von Mehl. Giannini. Vastic. Abgefälschter Schuss an die Latte. Noch einmal Spiteri, holt sich den Ball, aber bringt den Ball nicht genau zur Mitte. So ein Pech. Für Sturm. Hier noch einmal, Vukovic lenkt den Schuss ab. Manninger ist hier, Spiteri schummelt sich wieder irgendwie an den Ball, kann aber nicht genau auflegen und die Riesenmöglichkeit für Sturm wieder in Führung zu gehen ist vorbei. Wiedergehen. Und zwar für Straffner nach diesem Foul an Vastic in der 40. Minute. Hier noch einmal schlägt ihm hier auf die Achillessehne des rechten Beines. Aufregung auch bei Peter Svetic, dem GAK-Trainer, der sich hier mit dem Schiedsrichterassistenten ein Wortduell liefert. Sie sehen also auch hinter den Kulissen, auch auf den Betreuerbänken, sind die Nerven zum Zerreißen gespannt bei diesem Grazer Derby. Viele Zweikämpfe bis zum Seitenwechsel und dann greift endlich der GAK-Trainer ein nach 45 Minuten. Er zieht den Ball ein. Pause. Dusl Starek, ihr Leitung. Nach der Pause erhoffen sich die GAK-Fans, vor allem durch die roten Stiefel von Herfried Sabitzer, mehr Initiative. Es kommt auch Zisser statt Brunners und auf der gegenüberliegenden Seite bei Sturm Reinmeier und Prilasnik statt Giannini und Hieden, der eine Verletzung an der Achillessehne erlitten hat und nicht mehr weitermachen kann. Das Mittelfeldverhalten gleich, hier einmal Dmitrovic, ein Vorstoß, guter Schuss, gute Aktion hier auch von Arzberger. Bemerkenswert und eigentlich Lob für die Athletik beider Mannschaften, das Tempo des Spieles auch in der zweiten Hälfte sehr hoch. Das Zweikampfverhalten nach wie vor ganz exzellent und die Mittelfeldspieler auf beiden Seiten haben ganz, ganz wenig Raum, um ihre Aktionen aufzubauen. Hier Prilasnik kommt gut durch. Reinmeier ist frei, schummelt sich vorbei, Schuss ins lange Eck und 1:2. Der Führungstreffer wieder für Sturm Graz in der 62. Minute. Der Wechsel hat sich für Osim und für Hannes Reinmeier und für Sturm bezahlt gemacht und Kopfschütteln bei Manninger, der hier nicht mehr an den Ball kommt. Wieder läuft der GAK einem Tor nach und wieder Wunderkerzen bei den Sturmfans. Muschek, Eckball. Der Kampfgeist des GAK wirklich groß. Noch einmal. Kopfball von Sabitzer und gehalten. Dann Starek, wieder einmal im vertrauten Gespräch, diesmal mit einem Schiedsrichterassistenten. Und dann kommt auch noch Busser und Dampfhofer statt Che und Wieger ins Spiel des GAK. Gustl Starek reagiert also hier mit einem Tausch, um vielleicht noch einmal dem Spiel eine Wende zu geben und den Ausgleich anzupeilen. Reinmeier mit sehr viel Übersicht, hier kommt ihm auch seine gute Technik zugute. Schön gemacht von Melich, Reinmeier wieder allein, aber man weiß, was er hier wollte. Er wollte den Ball ins rechte Kreuz geben, aber wieder eine Möglichkeit für Sturm dahin. Ein 1:3 wäre wahrscheinlich in dieser Phase des Spiels schon eine Vorentscheidung. Dann Foul an Ramusch von Melich. Das gibt auch für ihn die gelbe Karte. Gelb hat auch schon Pötscher nach einem Foul von Bosch erhalten. Hier noch einmal diese Aktion von Melich. Ja, hier muss es die gelbe Karte geben. Schiedsrichter Stuchli gibt es ihn. Wenige Sekunden später noch eine Attacke von Melich. Hier spitzelt er den Ball weg. Alle verlangen natürlich jetzt gelb-rot aus der Sicht der anderen Mannschaft. Dusl Starek regt sich auf. Mein Haar schickt ihn hier, Schiedsrichter Stuchli, auf die Tribüne.
Dann ein super Kopfball, wieder einmal bei einem Angriff des GAK. Ich glaube, es war Sad, nein, Straffner. Was soll ich machen? Hat man hier gesehen, sagt er hier zu seinen Kameraden. Guter Kopfball, aber hervorragend auch gehalten vom gegnerischen Torhüter. Jetzt nimmt die Spannung zu. Wir nähern uns schon dem Ende des Spiels. Noch immer läuft der GAK dem 1:2 nach. Einige Aufregung, Getümmel im Strafraum von Sturm und Sabitzer vergibt hier diese Chance, reklamiert hier noch Eckball und Sie sehen, wie die Nerven aller Spieler zum Zerreißen gespannt sind. Nur Schiedsrichter Stuchlik muss cool bleiben. Putzer. Noch eine Möglichkeit. Wieder für Sabitzer. Stolpert hier durch den Strafraum und Schiedsrichter Stuchlik. Es ist die 90. Minute, entscheidet in dieser Phase. Wer berührt den Ball zum Schluss? Eindeutig jetzt. Sabitzer entscheidet auf Eckball. Ein Irrtum. Ecke kommt herein. Und hier steht Zisser. Und das Unglaubliche aus Sicht von Casino Graz, GAK wird wahr. In der 90. Minute der Ausgleich in diesem 155. Grazer Derby. Torschütze Zisser und Arzberger hatte hier keine Chance. Hier noch einmal der Eckball. Kurz weitergelenkt. Und da steht einer völlig allein. Der Manndecker Zisser. Und er erzielt den Ausgleich. Es wird wieder nichts nach 7 Jahren mit einem Sieg vom Sturm im Grazer Derby. Und jetzt löst sich all die Hektik, all die Nervosität. Viele unschöne Szenen oder einige unschöne Szenen noch in der Überspielzeit. Und der Schiedsrichter hat alle Hände voll zu tun, um die Gemüter zu beruhigen. Ein Wahnsinn, sagt hier Dusko Starek. Dann gibt es noch ein Foul von Prilasnik. Und da er zuvor Geld erhalten hat wegen Reklamierens, gibt es hier Gelbrot von Schiedsrichter Stuchlik für Prilasnik. Man wird sehen, zu Recht, Prilasnik bei einem Foul tritt herunter, wie es in der Fußballsprache heißt. Und die Ampelkarte für den zur Pause eingewechselten Spieler. Hier noch einmal das Foul an Ramusch, der aufsteigt. Unschöne Szenen zum Schluss. Es bleibt bei diesen 2:2. Wenngleich jetzt noch in den letzten Sekunden Sturm sogar Glück hat bei diesem Freistoß. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Fast bringen die roten Schussstiefel von Sabitzer die Entscheidung, aber sein Freistoß klatscht an die Latte. In dieser Phase hat Sturm Graz eigentlich noch Glück in den letzten Sekunden. Es bleibt also beim 2:2. Der Sabitzer kann es überhaupt nicht fassen. Und dieses wunderschöne Bild hier zum Schluss dieses Spiels. Das Grazer Derby geht 2:2 und man kann sich nach der Klasse und Rasse dieses Spiels schon auf das nächste Derby freuen. Hier noch einmal von der Vis-à-vis-Kamera. Pech hier für den GAK. Und Aufregung nach dem Spiel unter Funktionären, Trainern, Spielern. 2:2. Vor allem aufgebracht Sturmpräsident Hannes Kartnick, der einiges gegen Schiedsrichter Stuchlik unternehmen will. Na, das war doch was, ein Grazer Derby, das alles hatte, nur keinen Sieger. Alles rund um dieses 155. Ich halte mich gar nicht lange auf und gebe bei sicher. Ja, wir melden uns also hier aus dem Stadion in Kapfenberg. Wir haben uns einmal gedacht, nicht Spieler und Trainer oder Präsidenten laden wir ein, sondern die beiden Manager. Ich freue mich, dass Peter Svetic hier ist, GAK-Manager, Heinz Schilcher, beide auch ehemalige Fußballer. Sie sind die Leute, die hinter den Kulissen auch die Geschicke der Clubs leiten, hinter zwei narrischen, möchte ich nicht sagen, aber doch fußballnarrischen Präsidenten. Da glaube ich, ist es nicht immer so einfach. Bevor wir aber zu unseren Interviews hier aus dem Stadion kommen und nochmal alle entscheidenden Szenen beleuchten wollen, hören wir uns einmal an, was eben Spieler und Trainer zu diesem Match, zu diesem rassigen und interessanten Spiel gesagt haben. Insgesamt bin ich doch zufrieden. Wir haben heute nicht verloren. Sturm Graz hat toll gekämpft und meiner Meinung nach waren wir die bessere Mannschaft und haben halt dann eben nur 2:2 gespielt. Aber der Matchball am Schluss auch, der Lattenschuss, also der Stangenschuss von Sabitzer. Es wäre natürlich ein würdiger Schlusspunkt an den heutigen
Fußballnachmittag gewesen. Aber es war trotzdem ein gerechtes Remis. Nein, eigentlich nicht, weil uns der Schiedsrichter eigentlich wieder um den einen Punkt betrogen hat. Weil es war ein klarer Abstoß und kein Eckball. Und es war halt schlimm, dass wir in den letzten Minuten wieder das 2-2 kriegen. Also es zieht sich schon wie ein roter Faden durch die Meisterschaft, dass wir jedes Mal in den letzten Minuten das Unentschieden bekommen oder in Verlust treffen. Halt. Das war eine Situation, ich habe den Ball am 16er gekriegt, bin links ausgewichen, habe den schießen wollen. Und es war ein Zweikampf und der Schiedsrichter hätte genauso einen Abstoß geben können. Es war so ein Pressschlag. Aber der Schiedsrichter hat keinen entschieden und daraus ist das 2-2 entstanden. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Eckballentscheidung getroffen habe, war ich natürlich davon überzeugt, dass ich richtig entschieden hätte, sonst hätte ich ja nicht so entschieden. Ich lasse mich eines Besseren aufbelehren, ohne dass ich dabei in irgendeiner Weise gekränkt bin oder böse oder was auch immer. Wenn ich mich geirrt habe, dann würde es mir leid tun, aber ich glaube dennoch, dass ich richtig entschieden habe. Der Schiedsrichter war der schlechteste Mann am Platz. Er hat nämlich so katastrophal gepfiffen, dass es so eine gehässige Partie geworden ist, ist er schuld, weil er nicht hart genug durchgegriffen hat. Und er hat uns durch diesen Corner das Spiel verloren. Ja, wir können jetzt gleich Stellung nehmen dazu. Heinz Schilcher, einiges zu den Aussagen Ihres Präsidenten. Er hat gesagt, Sie sollen was gegen den Schiedsrichter unternehmen. Kann man das überhaupt? Ja, das hilft jetzt nicht mehr viel. Wir haben das Spiel leider nicht gewonnen. Wir haben vorher schon Chancen gehabt, davon zu ziehen auf 3-1 oder auf 2-0 schon vorher. Die Mannschaft hat das verabsäumt. Wir mussten zum Schluss noch froh sein, das Unentschieden zu halten. Der Stangenschuss vom Sabitzer hätte das 3-2 bedeuten können. War alles möglich. Es ist schon richtig, der Schiedsrichter hat sehr schlecht gepfiffen. Er war, glaube ich, der Verursacher dieser hektischen Partie. Auch zum Schluss durch die vielen Zweikämpfe. Auch durch die vielen Zweikämpfe, aber nicht zum Schluss, sondern schon zu Beginn des Spiels hat er sehr unsicher und wie immer überheblich gepfiffen. Und ich glaube, dass das dem Fußball sicher nicht gut tut. Also die Partie selbst war rassig, war spannend. Ich glaube, dass sehr viel Klasse drin war. Das Unentschieden geht auch durchaus in Ordnung, aber schade, dass der Schiedsrichter das Spiel wirklich zerpfiffen hat. Peter, Ihre Meinung dazu? Sie sind ja zum Schluss noch, haben Sie überhaupt geglaubt, dass da der Ausgleich noch gelingt? Ja, man hatte gesehen, dass wir in den letzten 10 Minuten wirklich einen ordentlichen Druck erzeugt haben. Wir haben auch 2 Riesenchancen gehabt. Sturm kann sich beim Goalie Arzberger bedanken, weil ich glaube, das war eine fantastische Reaktion von ihm. Und ich war überzeugt, dass wir den Ausgleich noch schaffen. Dass es natürlich so knapp vor ist, war natürlich etwas Glück dabei. Wir können uns noch kurz einmal anschauen, die 2 entscheidenden Szenen. Es war das 1-2, vielleicht können wir das jetzt sehen. Ich bitte unseren Regisseur Renner hier, das einzuspielen. Und zwar das Tor von Wieger. Pardon, von Rheinmeier. Die Kapitäne Hans Zlunetzko, Wiener rechts und Peter.